Ja, da müssen wir gar nicht zum Einstieg fragen, wer alles Pen-and-Paper-Rollenspiele kennt. Das sind ja fast alle hier. Aber wir werden nachher kurz demonstrieren, was das eigentlich ist. Also nicht gleich rausrennen. Wir versuchen ganz am Anfang anzufangen. Ja, warum erzählen wir eigentlich auf der Republika, in einer Messe, in einer Konferenz, wo es ums Internet geht, um Digitalisierung, über ja, analoge Sachen, ne, die man mit Würfeln und auf Papier spielt? Republika hatte das Thema Into the Wild, ne? Wo gehen wir hin? Und wir haben uns die letzten Jahre eigentlich angeguckt, wo wir herkommen. Wir wollten eigentlich nur ein Buch schreiben über Rollenspiele, die man mit Würfeln und Papier spielt, und haben festgestellt, dass wir so ganz viele Sachen entdeckt haben, die für uns heute eigentlich selbstverständlich was mit dem Digitalen zu tun haben, ja, Multiplayer-Spiele oder dass du irgendwie mit Avataren durch virtuelle Welten läufst oder dass du Communities hast, die sich über Kontinente hinweg um ein Spiel organisieren, dass das alles schon in den 50er Jahren, in den 60er und in den 70er Jahren ganz ohne Computer existierte. Und da werden wir jetzt so ein bisschen versuchen, in dem Vortrag zu zeigen, wie das eigentlich heute uns noch beeinflusst, mal abgesehen von den ganzen Spielmechanismen, die sie aus Pen-and-Paper-Rollenspielen übernommen haben in Sachen, die ja heute alle kennen, ne? Klar, World of Warcraft, muss man gar nicht so sagen, ne? Leveln, Erfahrungspunkte und so weiter kommt direkt aus D&D, aber das sind, glaube ich, die Rollenspiele, die heute fast alle kennen. Ne? Und das sind die Rollenspiele, über die wir reden. Wir machen gleich, wie gesagt, so eine ganz kurze Demo, was eigentlich Pen und Paper ist. Und ich werde jetzt mal versuchen zu sagen, was man eigentlich für Pen und Paper braucht, was so ein bisschen analytisch ist, wo man dann auch merkt, was eigentlich für Mechanismen heute immer noch wirken, ja, und was für Ideen eigentlich bei Pen-and-Paper-Spielen vor 40 Jahren entstanden sind. Ne? Also was brauchen wir, wenn wir hier gleich eine kleine Runde spielen wollen? Wir brauchen erstmal Regelbücher. Ja? Die sind noch relativ dünn, das war 1974 die ersten, ja, so ein paar 32-Seiter. Wer Pen-and-Paper kennt, heute unter 300 Seiten, Hardcover geht's nicht mehr. Aber Regelbücher sind total wichtig. Das ist eigentlich sowas wie, ja, so eine Mischung aus Betriebssystem und der Software, die heute Spiele sind, die man halt analog hatte damals, um zu gucken, ne? Wenn ich versuche, bei meinem Charakter eine Mauer hochzuklettern, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wie entscheide ich das? Ja? Macht heute die Software, in den Regelbüchern steht sowas drin, ja? Wie entscheide ich, ob was funktioniert, was man machen kann, was eine Figur eigentlich kann und wie wahrscheinlich es ist, dass es funktioniert. Wahrscheinlichkeit ist ein gutes Stichwort, man braucht nämlich einen Zufallsgenerator und den hat Tom. Genau, ein W20 zum Beispiel, würfeln. Weil das, was Rollenspiele, ja, Pen-and-Paper-Rollenspiele und später auch Computerspiele unterscheidet von zum Beispiel einer Erzählung, ist, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht. Ja? Es ist nicht so, immer wenn ich versuche, eine Mauer hochzuklettern, funktioniert das oder es funktioniert nicht oder in der Situation passiert immer das und das. Das weiß auch der Spielleiter nicht. Ja, es gibt bestimmte Regeln, es gibt, klar, wenn es regnet, ist es ein bisschen glitschig, ist es nicht so Wahrscheinlichkeit, dass ich die Mauer hochkomme. Sagen wir mal 70%. Ja? Man kann nie genau wissen, ob was funktioniert, aber man weiß so ungefähr, es könnte klappen. Ja? Und dann hilft der Würfel zu sagen, ja, ob es einer der seltenen Fälle ist, wo man auf die Fresse fliegt und was dann passiert, wenn man versucht, die Mauer hochzukommen oder nicht. Also es ist schon ein lebendes System irgendwie, dank des Zufalls. Was wir natürlich auch brauchen, ist ein Dungeon. Ja? Das ist der Ort, wo Rollenspiele spielen. Die ersten zumindest. Ne? Das ist auch eine interessante Parallele. Die ersten Pen-and-Paper-Rollenspiele Anfang der 70er haben alle in unterirdischen Verliesen gespielt. Blackmoor Castle. Wenn man sich irgendwie Jahrzehnte später anschaut, wo die ersten Spiele so mit Ego-Perspektive gespielt haben, ne? Wolfenstein und später Doom und auch die ersten Rollenspiele, die auch mit Ego-Perspektive experimentiert haben, ich glaube Ultima 3, alle in Verliesen, ja, alle in unterirdischen Gängen, Höhlensystemen, ist eine schöne Parallele. Das vierte Ding, was wir brauchen für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, ist der Dungeon Master, macht Tom gleich. Also eine neutrale Instanz, die, ne, guckt, dass die Regeln eingehalten werden, das Gleiche, was heute eigentlich die Software macht. Wobei der
Dungeon Master im Rollenspiel ist so eine Mischung aus dem Spieldesigner, ja, der für euch ein Computerspiel entwickelt, und aus der Software, die später die Regeln interpretiert. Das ist beim Dungeon Master, ne, in einer Person, was vorher bei Computerspielen der Designer festlegt und später die Software einfach exekutiert. Und das ist das Besondere an Pen-and-Paper-Spielen, dass man halt den Designer am Tisch sitzen hat dieser Welt. Ja? Und das letzte Ding, was wir brauchen, ist ein Charakterbogen. Und das ist auch eine Besonderheit von Pen-and-Paper-Rollenspielen, ne? Dass ich, anders als bei Schach oder bei Mensch ärgere, dich nicht bei jeder Instanz vom Spiel, bei jeder neuen Partie von Null anfange. Ja? Ich habe eine Kontinuität drin und ich entwickle eine Figur. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, Ego-Shooter, ja? Ego-Perspektive, das ist auch ganz interessant. Ja? Das ist wirklich neu an Rollenspielen. Das sind übrigens... Das sind die Hauptsponsoren von unserem Buch, ja, die Leute, die am meisten bezahlt haben beim Crowdfunding, und die konnten sich aussuchen, also welche Charaktere sie gezeichnet werden wollen. Ja. Also einen kennt ihr wahrscheinlich davon. Genau, wir brauchen Charakter und Charakterbogen. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Demo. Wie läuft ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ab? Wir versuchen uns vorzustellen, wie diese Szene aus World of Warcraft aussehen würde. Das ist jetzt nicht mehr Konrad Lischka, sondern das ist jetzt Grockbert, Paladin der 11. Stufe. Und er befindet sich in einem Verlies. Ne? Also Grockbert, als du die Stufen zum Grabraum hinaufgehst, siehst du den Schein lodernder Flammen. Du blickst in einen gewaltigen hohen Raum. Die gegenüberliegenden Wände sind nicht zu sehen. Und in der Mitte steht ein echsenartiges Wesen. Was tust du? Ich renn weg. Das ist bei unserem Vortrag das Schlauste. Ja, weil wenn wir jetzt anfangen würden zu kämpfen mit ein paar anderen Leuten in unserer Party, die wir dabei haben, wird das wahrscheinlich so eine Stunde dauern, je nach System. Das geht in Computerspielen ein bisschen schneller. Also wir ersparen euch das Kämpfen. Aber was wir gesehen haben, ne, das alles, was wir in World of Warcraft und in jedem anderen Computerrollenspiel haben, ja, die Welt, die Bewegungen, die Gegenfiguren, das macht alles der Spielleiter und er erzählt das. Ja? Das ist die Schnittstelle zur Spielwelt. Und die ersten Leute, die eigentlich diese Idee hatten, ja, wir machen eine virtuelle Realität, also ein Ding, was wir mit Simulationstechnologien halt spielbar machen, ja, in einem ganz anderen Ort als der Realität, die man versucht zu simulieren, sondern man nimmt sich einfach etwas aus Fantasy-Büchern, versucht das spielbar zu machen. Das war 1974 Gygax und Arneson mit Dungeons & Dragons. Vor 40 Jahren sind diese drei Büchlein, die wir hier als Originale liegen haben, ja, sind die erschienen. Und das war eigentlich der Anfang von allem. Wobei, der Anfang von allem, ja genau, es war ziemlich populär. Das war so eigentlich die Explosion, ne, wo das um die Welt ging. Das Ding hatte Millionen Auflagen in den späteren Jahren, weil noch nicht so viele Leute Computer hatten. Hier stehen 78 Leute in London an, vor dem, glaube ich, ersten Rollenspielladen, der in Großbritannien eröffnet wurde. Games Workshop. Und das Ding hatte wirklich Millionen Auflagen. Es haben Millionen Menschen rund um die Welt gespielt, vor allem viele Leute, die dann später Computerspiele gestaltet haben, die ersten. Deswegen auch die Übertragung von den Mechanismen. Aber es hat natürlich nicht alles 1974 angefangen. Die Vorläufer gehen noch viel weiter zurück. Einer der Vorläufer steht hier in Berlin im Schloss Charlottenburg. Sieht erstmal aus wie eine Kommode, wenn man sich das Ding so anschaut. Das war 1813, hat das ein Kriegsrat entworfen für den preußischen König, damit er da Schlachten nachspielen konnte. Na, also eigentlich eine ganz banale Sache, aber es hat schon deutliche Unterschiede zu Schach zum Beispiel, ne? Man sieht hier, das sind so Geländeplatten, ja, wo Flüsse drauf gemalt sind. Es gibt unterschiedliche Gebirge und so weiter. Das Ding hatte auch Wahrscheinlichkeitstabellen mit Regeln dafür, wie sich bestimmte Truppen bewegen. Wenn sie über einen Fluss überqueren, sind sie langsamer, als wenn sie durch Gebirge gehen und so weiter. Da sind schon diese Simulationsaspekte drin. Also es ist was anderes als Schach. Ne? Es versucht, Realität irgendwie nachzuahmen, spielerisch nachzuahmen. Und die haben auch mit Wahrscheinlichkeiten experimentiert. Also der Sohn von dem Kriegsrat hat eine Nachfolgerversion gemacht und da würfelte man, ja, nach eben diesen Tabellen, wo Wahrscheinlichkeiten drin standen, ob Sachen klappen oder nicht. Die waren auch die Ersten, die sowas wie einen Dungeon Master hatten. Also das habe ich zumindest bei keinem anderen Spiel, was es vorher gab, gesehen, dass es sozusagen einen Unparteiischen gab, der das Spiel abgewickelt hat und den Spielenden gesagt hat, das klappt nicht, der geguckt hat, wie würfel ich das jetzt aus, wie entscheide ich das. Also das war Preußen 1813, ging es eigentlich los mit Sachen wie Dungeon Master und Wahrscheinlichkeiten.
diese Kriegsspiele wurden dann in den USA, West Point, haben sie viel versucht, davon zu adaptieren für Kriegssimulationen, in London auch. Und in Großbritannien kam zum ersten Mal so dieser Versuch, daraus Unterhaltung zu machen, daraus Spiele zu machen. Also hier ging es natürlich um die Simulation echter Schlachten und so weiter. Was kann man daraus lernen? H.G. Wells hat dann kurz vorm Ersten Weltkrieg einfach ein Gesellschaftsspiel gemacht, ja, mit Elementen aus dem Kriegsspiel, auch mit Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Und für ihn war das einfach eine Unterhaltung. In den USA dauerte das ein bisschen länger. 1958 erschien da Gettysburg. Das war auch der Versuch, Kriegsspiel, ne, aus Preußen, das einfach als Gesellschaftsspiel rauszubringen. Und dieses Ding haben die Macher von Dungeons & Dragons gespielt. Und daher kommen auch die ganzen Ideen, die sie benutzt haben. Ne? Zum Beispiel, ja, dass man hier ein Terrain hat, auf dem man die Figuren hin und her schiebt. Um diese Spiele herum, gerade um Gettysburg herum, aber auch um Diplomacy, was so eine Konfliktsimulation war, wo man vom Ersten Weltkrieg verschiedene Parteien durch diplomatische Abkommen versucht, gegeneinander in Stellung zu bringen. Um diese Spiele herum entstand eigentlich so die erste Spieler-Community, die über mehrere Kontinente hinweg vernetzt war. Und zwar hat man Diplomacy gespielt, als Multiplayer-Spiel tatsächlich über drei Kontinente, indem man verschiedene Runden eingeschickt hat an ein Fanzine. Ja, was mache ich jetzt für einen Zug? Der Typ, der das Fanzine gemacht hat, hat dann irgendwie geguckt, ja, wie geht das aus, was funktioniert, und hat dann in der nächsten Ausgabe des Fanzines die Ergebnisse gepostet. Und das Ding war so eins der ersten Multiplayer-Spiele. Was ganz wichtig war, ist, dass in diese Dinger eben so eine Community entstand. Ja? Also, dass du in Großbritannien ungefähr wusstest, was in Amerika los ist, wer die Leute sind, die auf sowas stehen. Und das war so die Infrastruktur, über die sich dann später Dungeons & Dragons verbreitet hat. Ja, und damit Dungeons & Dragons so ein großer, großer Erfolg werden konnte, mussten halt noch ein paar andere Dinge dazukommen. Ja? Zum einen, was hier fehlt, ist, dass du keine Individuen spielst. Das sind alles Spielsteine weiterhin. Es gibt keine Kontinuität und das Ganze hat immer einen Realitätsbezug. Also hier ist es, ne, die Zeit vom Ersten Weltkrieg, beim Preußen waren es halt irgendwelche Landschlachten. Später kam Fantasy dazu und dann entstanden Rollenspiele, wie wir sie kennen. Genau, es gab dann ein paar Leute, die haben sich für diese stets noch relativ stark in der Realität verankerten Kriegsspiele interessiert, aber die haben sich auch für fantastische Literatur interessiert und haben sich dann gesagt, wie wäre das denn, wenn wir mal so eine Schlacht spielen, in der es nicht um Gettysburg geht, ja, also nicht um die Grauen und die Blauen, sondern wenn wir die Schlacht um Minas Tirith nachspielen oder wenn wir Geschichten nachspielen aus anderen Fantasy-Romanen. Als das passierte, also auch in den 60ern, 50ern, 60ern, da war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so nach dem Erfolg von Game of Thrones und Herr der Ringe, da war Fantasy eigentlich völlig unbekannt. Also es gab den Herrn der Ringe, es gab Conan den Barbaren, lange vor Arnold Schwarzenegger, mit seiner Charakterdarstellung desselben. Aber das war ein ziemliches Nischenphänomen. Und was das Besondere eben an Fantasy ist, glaube ich, anders als bei fast allen anderen Literaturformen, auch anders als bei der Science Fiction, ein bisschen anders, von der wir vorhin hier im Vortrag was gehört haben. Fantasy heißt immer Weltentwurf. Es wird nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern es wird immer auch eine ganze Welt erschaffen. Eine Welt mit einer Karte. Und dann haben die sich überlegt, tja, könnten wir auf der Fantasy-Karte nicht unser Kriegsspiel zocken? Und das erste Ergebnis war ein Spiel namens Chainmail, Rules for Medieval Miniatures, von Gary Gygax und Jeff Perrin. Der erste der beiden ist der später auch, wie schon gesagt, D&D mitgeschrieben hat. Zwei amerikanische Landeier aus Lake Geneva, Wisconsin. Interessanterweise sitzen diese Spiele-Nerds immer irgendwo in der Pampa. Und ein paar hundert Kilometer weiter südlich in Minneapolis, da hatte 1968 ein anderer Nerd eine bahnbrechende Idee. Der Mann hieß Dave Wiselli und der hat auch diese Wargames gespielt. Und an einem Abend, da kamen viel mehr Spieler, als er erwartet hatte. Und da hat er gemerkt, Mist, ich habe viel mehr Leute, die spielen wollen, als ich Armeeeinheiten zu vergeben habe.
Und er hat gesagt, okay, du, ihr seid keine Armeeeinheiten oder Armeekommandeure. Du bist jetzt ein preußischer Spion und du bist ein rebellischer Student und du bist ein französischer Kundschafter. Und da ist das erste Mal es passiert, dass Leute eine einzelne Figur gespielt haben. Und ein weiterer Herr, Dave Arneson, auch aus Minneapolis, hat dann etwas später gesagt, okay, das Prinzip finde ich super, aber wer bitte will einen Potsdamer Studenten spielen, wenn er auch einen Paladin spielen kann oder einen Elfen oder einen Zauberer? Und so konnte man das erste Mal in einem Gesprächsspiel, völlig ohne Computer natürlich, in so fantastische Welten eintauchen. Und der Arneson hat in seiner Welt, Blackmoor hieß die, noch alle möglichen anderen Sachen erfunden, vor allem die Kontinuität, über die wir schon geredet haben. Der hat am Ende des Spieleabends diese Charakterbögen, die wir gesehen haben, hat er eingesammelt bei seinen Spielern und hat gesagt, die kriegt ihr das nächste Mal wieder und dann sind eure Figuren besser, die sind stärker oder schlauer oder geschickter oder haben neue Zaubersprüche, was sicherlich auch ein bisschen den Suchtfaktor von diesen Rollenspielen erklärt, dass es immer weitergeht. Und diese beiden Innovationshubs, Lake Geneva, Wisconsin und Minneapolis, St. Paul, haben ihre Ideen gepoolt und herausgekommen ist dann 1974 Dungeons and Dragons. Jetzt hat der Konrad eben schon gesagt, dieses Spiel ist oft verkauft worden. Also man muss man nochmal unterstreichen, 4 bis 5 Millionen Boxen jedes Jahr Ende der 70er. Die Firma, die das Zeug hergestellt hat, TSR, die waren so auf der Fortune 300 List of Fastest Growing Companies. Also völlig absurd. Aber dieses Spiel hat sich explosionsartig verbreitet. Und zum einen, glaube ich, lag das an den schon erwähnten Offline-Social Networks, die es damals gab. Es gab sehr viele verschiedene Fanzine, so meistens kopierte Dinger. Es gab den General, das war sozusagen der Spiegel für Wargamer. Und es gab Conventions. Und dann ist die Idee dieses neuen Spiels relativ schnell verbreitet worden. Das Zweite, was aber, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ist, dass es bei den Menschen einfach eine wahnsinnig große Sehnsucht gegeben haben muss, in eine andere Welt abzutauchen. Jemand anders zu sein, in eine Geschichte zu erleben, zusammen mit Freunden, in einer ausgedachten Welt. Und ich glaube, man denkt heute oft, dass dieser Wunsch, sich in einer virtuellen Welt, ob das jetzt World of Warcraft ist oder Second Life oder was völlig anderes, sich darin aufzuhalten, denken wir, das hat irgendwas mit Technologie zu tun. Es scheint aber überhaupt nichts mit Technologie zu tun zu haben, sondern ist einfach erstmal ein menschliches Bedürfnis. Und das hat zu dieser Zeit Dungeons and Dragons oder Pen and Paper hat dieses Verlangen der Leute danach gestillt. Das ging dann so weit, dass es in den 80er Jahren über 100 verschiedene Pen and Paper Rollenspiele gab, die heute alle kein Mensch mehr kennt. Ich komme gleich noch zu den absurderen. Okay, also das schwarze Auge, das... Ja, also jetzt mal, wer hat schon mal das Teenage Mutant Ninja Turtles Rollenspiel gespielt? Ha? Da sehe ich nicht viel. Genau. Am besten das Vielfraß-Spielen mit Kung-Fu-Fähigkeit. Genau. Das sind jetzt sozusagen der dünne Schwanz der Normalverteilung an beiden Seiten. Plüschpower und Plunder, das deutsche Teddybären-Rollenspiel. Und Price of Freedom, das Rollenspiel im von den Russen besetzten Amerika, inklusive einer beiliegenden Englisch-Russisch-Karte mit Phrasen, wie zum Beispiel, ich möchte mein Kind für den Komsomolzen-Kindergarten anmelden. Oder ich bin nicht und war niemals Mitglied der Republikanischen Partei.
Diese Spiele, also selbst so obskure Titel wie dieser hier, die hatten immerhin Auflagen von 50, 60, 100.000 Stück. Größere Spiele wie das Mittelerde-Rollenspiel hatten Millionen Auflagen. Und inzwischen haben natürlich die Computerspiele, in der, wenn man die Zahl der Spieler sieht, Computerrollenspiele, diese Spiele überholt. Also das größte deutsche Rollenspiel, das Schwarze Auge, hat vielleicht noch 70.000 Spieler. Wie viele Spieler hat World of Warcraft in Deutschland? Wahrscheinlich Millionenbereich. Ja. Aber man kann diese Mechanismen, die wir kennen aus diesen Spielen, die kann man überall im Digitalen finden. Ja. Also hier zum Beispiel, ich weiß, okay, es gibt niemanden mehr, der sich bei Foursquare eincheckt, außer den Leuten, die den Swarm Badge für die RP abgreifen wollten. Aber falls ihr es mal gemacht habt, bei Foursquare gibt es im Prinzip Level. Ja? Also wenn man 100 Pizzerias besucht hat, dann kriegt man den Level 10 Pizzaiola Badge. Und im Prinzip ist das ja nichts anderes als der Mechanismus aus dem Rollenspiel. Farmville würde, glaube ich, auch niemand, der bei Trost ist, jetzt im engeren Sinne als ein Rollenspiel bezeichnen, sondern wahrscheinlich eher als eine schreckliche Erfindung, geldgieriger, naja, egal. Aber es gibt Erfahrungspunkte, es gibt Geld. You are now level 4 able farmer und nur ein level 4 farmer darf Peach Trees pflanzen. Also das sind alles die Mechanismen, die aus diesen Spielen kommen und wir hoffen, wir konnten euch da einen kleinen Einblick geben. Das Beste an der Sache ist ja, selbst wenn ihr keine Rollenspiele spielt, spielt ihr sie irgendwie doch, weil ihr dauernd damit in Berührung kommt. Und ich denke, das ist für jeden von euch 5000 Erfahrungspunkte und einen Weisheitsbonus von +2 wert. Vielen Dank. Ja, habt ihr Fragen? Bestimmt viele, oder? Hände hoch, zu mir kommen. Na, nicht mehr? Na, kommt nach vorne. Die Dame, die da gerade rüberläuft, zu der könnt ihr auch gehen. Die ist auch ganz nett und beißt nicht. Dürfen auch schwierige Regelfragen sein. Oh, Plüschporn Plunder? Okay, die erste Frage. Eine Sache finde ich ganz interessant, die hat mich auch in eurem Buch schon fasziniert. Für mich wirkt das Ganze manchmal immer noch so, als wolltet ihr immer noch aus diesem Nerd-Ghetto heraus sozusagen rückwirkend rechtfertigen, warum Rollenspiele irgendwie interessant sind, weil sie ja heute immer noch irgendwie sich fortsetzen und sowas. Aber seht ihr das auch so oder sehe ich das irgendwie falsch? Also es kann sein, dass das unterbewusst es irgendwie eine Rechtfertigungsstrategie ist, aber ich glaube wirklich ganz ernsthaft, dass das ein bisher, also auch gerade publizistisch und kulturhistorisch, sehr unterbeleuchteter Bereich ist, weil wir haben ja nicht nur diese Spiele und Regelmechanismen, die weitergetragen worden sind, sondern wir haben einfach unglaublich viele Leute, die auch durch diese Spiele geprägt worden sind und die später was Interessantes gemacht haben. Also es ist im engeren Sinne natürlich Leute, die Computerspiele gemacht haben, aber George R. R. Martin hat früher Rollenspiele gespielt, Elon Musk von Tesla hat früher D&D gespielt. Man weiß nicht, was diese Korrelation bedeutet, aber sie ist auf jeden Fall, interessant, sie auszuleuchten. Also es ist natürlich, ist es auch irgendwie ein Teil dieses Nerd-Narrativs, dass man sagt, ich war früher dünn, hatte, ich bleibe jetzt ganz im Klischee, ne? Dünn, habe keinen Sport gemacht, hatte keine Freundin, habe immer vor meinem C64 gesessen und es ist trotzdem was aus mir geworden. Und das Analog ist eben, und die anderen, die nicht vom C64 gesessen haben, haben im Keller Erdnussflips gegessen und DSA gespielt. Das mag da reinspielen, aber das, glaube ich, ist insgesamt einfach ein unterbelichteter und deshalb interessanter, mal anzuschauender Bereich. Ja, ich habe bei einem Interview habe ich geredet mit einem Entwickler, der inzwischen Computerspiele macht, früher Pen and Paper gemacht hat. Und der hat mir erzählt, er hatte so ein paar, so um die 30 Entwickler bei sich zu Besuch. Sie haben irgendwie so ein altes Brettspiel gespielt, ja, wo es um Simulationen ging. Irgendwas auch Kriegsspiel Nachfolger. Und dann meinen die, ey, das ist ja genau wie, ich glaube, Age of Empires oder StarCraft oder irgendwas. Ja? Das ist ja genau wie dieses Computerspiel. Und dann hat er gesagt, ja klar, die Designer haben ja die Ideen daraus genommen und wussten die nicht, ja.
Also ich meine, das ist einfach ein Bereich von der Kulturgeschichte, der einfach nie aufgeschrieben wurde. Und das ist total schade, finde ich. Ja, wir wissen sehr viel über Filmgeschichte inzwischen, ja, aber über Computerspielgeschichte und über die Wirkungen, die Einflusslinien, zu wenig. Super. Jetzt wollen ja bestimmt total viele Leute anfangen, ne? Diese Spiele zu zocken. Also alle, die hier sitzen und noch nicht gespielt haben. Welche Games würdet ihr denn empfehlen? Also vielleicht eins aus der Fantasy und ein anderes oder so, ne? Also was zockt man denn heutzutage so? Also ich glaube, das ist auch das Problem. Also das wird einem auch jeder Spieleverlag sagen. Die größte Hürde des Einstiegs bei diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen ist, dass man erstmal 400 Seiten lesen muss. Da verlassen ja die ersten 80% schon den Verkaufsraum. Ja. Also ich würde was Einfaches nehmen, also gerade wenn es sozusagen etwas ältere Spieler sind, zum Beispiel deutsches Spiel Dungeon Slayers, ganz schlicht, PDF, 16 Seiten, kann man sich umsonst runterladen, macht einen Heidenspaß. Die meisten anderen Sachen sind halt einfach sehr komplex geworden. Ansonsten ist Dungeons & Dragons immer noch ordentlich, aber ein längeres Studium wird vorausgesetzt. Ja, oder das neue Star Wars Rollenspiel, ich meine, die Welt kennt jeder, ja, da musst du dich nicht groß reindenken und es hat, glaube ich, auch irgendwie 40 Seiten oder so, ist auf Deutsch auch erschienen, kleine Box, 20 Euro. Tess? Hallo. Was haltet ihr denn von Umsetzungen von Pen-and-Paper-Rollenspielen als Computerspiele, wie zum Beispiel jetzt Shadowrun? Und was sind eure Erfahrungen mit den weiblichen Pen-and-Paper-Rollenspielern? Hattet ihr welche in der Gruppe oder nicht? Ja, in der Vampire-Gruppe damals hatten wir zwei, ja. Nee, also Dungeons & Dragons hatte ich nie weibliche Mitspieler, Vampire schon und ja, jetzt Rogue Trader auch nicht, ne? Also es scheint bei diesem Live-Action-Roleplaying, wo man sich Fälle überwirft und ein Gummischwert in die Hand nimmt, da scheint es einen viel höheren Frauenanteil zu geben, habe ich den Eindruck, als bei diesem klassischen Pen and Paper. Es ist aber, das muss man vielleicht auch mal sagen, interessanterweise ja so, dass wenn man sich diese Branche anguckt, also wer ist... zumindest meine Meinung, so war in den 80ern der wirkungsmächtigste Fantasy-Autor, der das in Mainstream gebracht hat, Marion Zimmer Bradley, die Chefin der jetzt, glaube ich, wichtigsten Rollenspielfirma Paizo, ist eine Chefin und kein Chef. Also es gibt in dieser Branche unter den Machern ist der Frauenanteil deutlich höher als unter den Spielern, was Pen und Paper angeht. Aber es ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also Vampire zum Beispiel scheint bei Frauen besser anzukommen als Orksköpfen. Warum nur? Ja, Zeit für eine allerletzte Frage. Wer noch? Hat noch einer eine? Oh, dann schließe ich den Talk. Vielen, vielen Dank. Sie spielen das Rollenspiel Das Schwarze Auge. Wie unterscheidet sich denn so eine Runde in der Schule von einer normalen Rollenspielrunde? Wie Tag und Nacht. Also einfach darüber, dass viel eben über Aktionen passiert. Also ich habe in der DSA-Runde jedenfalls noch nie erlebt, dass einer aufspringt und